Piloten der Lufthansa müssen künftig auf eines ihrer beliebtesten Flugmanöver verzichten, den Looping. Wie die Fluggesellschaft heute mitteilte, ist der ab nächstem Jahr, zumindest im Personenluftverkehr, verboten. Der Looping. Für viele Piloten und durchaus auch für einige Passagiere ist das seit langem der Höhepunkt eines gelungenen Fluges. Doch zumindest Piloten der deutschen Lufthansa müssen sich bald von dem spektakulären Manöver verabschieden. Als Grund für das Verbot nennt das Unternehmen die in letzter Zeit wachsende Anzahl von Beschwerden des Begleitpersonals. Auch von Fluggästen seien im Anschluss an Loopings immer mehr Klagen über Übelkeit oder Angstzustände eingegangen. Viele der Lufthansa-Piloten nehmen das Verbot mit Unverständnis zur Kenntnis. Der Looping als Krönung eines erfolgreichen Flugs, also, hat bei uns eine lange Tradition und ist aus unserer Sicht völlig unproblematisch. Auch von den Fluggästen bekommen wir viel Applaus. Ja, also, ich bin ja wie viele andere auch überhaupt erst Pilot geworden, um Loopings fliegen zu können. Also, für mich ist es vollkommen nicht nachzuvollziehen, warum man uns das nehmen will. Ganz anders klingt es, wenn man sich beim Flugbegleitpersonal umhört. Hier gibt man sich erleichtert über das Verbot. Seit Jahren kämpfen wir Flugbegleiter für die Abschaffung des Loopings im kommerziellen Personenflugverkehr. Man muss ja nur mal versucht haben, im Vertikalflug einen Tomatensaft eingeschenkt zu haben. Aber das wird ja jetzt zum Glück in Zukunft alles besser. Und das hier brauchen wir dann zum Glück auch nicht mehr. Bisher war Piloten der Lufthansa ein Looping alle 50 Kilometer erlaubt. Sie befürchten nun, dass in Zukunft auch andere populäre Manöver wie der Sturzflug oder die doppelte Fassrolle verboten werden sollen. Immerhin, ein Lichtblick bleibt den Nostalgikern. Im Frachtverkehr der Lufthansa, so wie bei den Flügen der meisten anderen Fluggesellschaften, bleibt das Manöver nach wie vor regelmäßiger Bestandteil.